Guten Tag und willkommen zurück hier bei Dying Light 2. Ich hab's vergessen im letzten Part zu sagen, deswegen sage ich es einfach jetzt. Ich finde die Kinderstimmen hier in diesem Teil sehr komisch. Weil man hört leider einfach, dass die von Erwachsenen gesprochen werden. Und in vielen Fällen werden Kinder ja auch von Kindern gesprochen, was logisch ist. Ich bin erwachsen. Und zwar schon lange. Ja, ich merk's. Nee. Moment mal, hat das Mikrofon gerade bei mir ausgeschlagen, als sie geredet hat? Das wäre natürlich kacke. Ah, Moment. Wäre ganz cool, wenn sie nochmal was sagen könnte. Ja, aber hier hat man gerade wieder gehört, sie wird einfach von einer erwachsenen Frau gesprochen. Oder zumindest von einer jungen Dame. Sag ich jetzt einfach mal, von einer, keine Ahnung, 16-Jährigen zumindest. Man hört das einfach. Man hört das einfach leider. Und in den vorherigen Spielen wurden Kinder wirklich von Kindern gesprochen. Zumindest hat sich das so angehört. So, und in diesen Träumen, oder wie... Lazarus. Cool, dann schwing deinen Arsch zu Aitor. Das wird das perfekte Geburtstagsgeschenk für ihn, obwohl ich keine Ahnung habe, wann der Penner geboren wurde. Ich gehe zur U-Bahn-Station. Okay. Oder zumindest auch in den, Ah, wie heißt diese Scheiß nochmal? Genau, Erinnerung. Ich vergesse irgendwie andauernd irgendwelche Wörter, also ich komme mir gerade ein bisschen blöd vor, aber egal. Zumindest auch in den Erinnerungen hat sich mir einfach so angehört, wie eine Frau. Also wie eine erwachsene Frau und nicht wirklich wie ein Kind, beziehungsweise wie eine Frau, die versucht hat, eine Kinderstimme nachzumachen. Das hat man einen... Weiß nicht, das hört man einfach. Ich finde das nicht so cool. Finde ich irgendwie uncool. Aber gut. Was soll's. Ah. Okay. Das machen wir jetzt aber. Rechts oder links? Ich gehe da hin. Weil es als erstes aufgetaucht ist. Ach du Scheiße. Sollte ich dann da runterkommen? Nein. Nein! Ach man, Aiden! Also im ersten Teil ging das echt easy, irgendwo runterzukommen, weil es... Was? Immunitätsverstärker oder... Kannst du mir helfen? Ja, ja. UV-Zauberpilze. Haben wir. Weil es hier andauernd irgendwelche Sachen gab, irgendwelche Lampen, auf die man draufspringen konnte. Bitte, nimm das zum Dank. Aufputschmittel. Giftwiderstand. Okay, nice. Aber hier... Muss man irgendwie an den Wänden runterklettern. Und irgendwie klappt das nicht ganz so gut. Oder ich bin zu blöd dafür. Wahrscheinlich. Okay, hier kann man runter. Oh, guck mal. Das funktioniert. Ein Wurfspeer. Nice. Nee. Au. Was zum... Ist das so ein Runner? Infizierten Trophäe. Infizierter besiegt? Ich dachte, das wäre ein Runner. Also wie heißen die Viecher? Die so schnell sind und vor allem wegrennen, wo es nochmal so eine extra Cutscene von Aiden gab? Boah, kein Plan. Aber ich wollte ja jetzt in den... Oh Moment, hier können wir auch rein, ne? Komm, gehen wir hier rein. Weil es einfach direkt nebenan ist. Jerry Anomalie ist der Hort eines Wiedergängers. Einem mächtigen Infizierten, der die Gegend verdirbt und andere um ihn herum wiederbelebt. Um Wiedergänger zu... Um
Was? Um den Wiedergänger zu stellen, müssen sie die Regionen der JRE-Anomalie bei Nacht aufsuchen. Nachdem sie den Wiedergänger bezwungen haben, öffnet sich ein Militärcontainer in der Nähe, in dem sie Hemmstoffe erbeuten können. Okay, also erst, wenn wir den gekillt haben. Bleib stehen, du Drecksau. Warum schlägt Aiden nicht? Alter! Und das Stufe 1, ja? Sehe ich das richtig? Das ist Stufe 1. Ja, okay. Ich denke, dem sind wir auch noch nicht gewachsen. Ich denke, da sollten wir eher so eine JRE... Wie heißt das? Das andere. Das ist Quarantänegebäude. Sollten wir aufsuchen. Anstatt hier die Anomalie zu... Okay. Hier ist einfach irgendein Scheiß... Irgendwelche scheiß Banditen. Super. Alles klar. Ja, ich denke, wir sollten erstmal eine Quarantänezone besuchen, bevor wir das hier machen. Weil die Anomalien scheinen echt heftiger zu sein. Sagt er und rennt einfach trotzdem nochmal rein. Aber hey, guck mal. Wir haben ihn schon zur Hälfte down bekommen. Wir machen echt guten Fortschritt eigentlich. Am besten sollten wir auch diese Viecher hier liegen lassen. Und uns nur um den Hauptinfizierten kümmern. Aber wo ist der gerade? Ich weiß nicht, ob das so intelligent war. Ich hätte gerne die Mehrheit hier mitgenommen. Und nicht nur ein paar. Nicht nur ein paar Viecher. Okay. Aufputschmittel, Immunität. Generiert einen wesentlichen Teil ihrer Immunität. Ich glaube, den benutzen wir mal. Aber nur, weil wir halt gerade hier in so einer... in so einem Special... Gebiet sind. Töten Sie den Wiedergänger. Wo ist denn der Drecksack? Ich sehe ihn nicht. Versteckt er sich hier irgendwo? Hier drüben ist irgendein Vieh. Ja, keine Ahnung. Was soll der Scheiß? Ist der hier auf... Nee, hier aufs Gebäude kann der auch nicht. Bin ich blind? Ist der da oben? Nee, das ist nur irgendein orangenes Licht.
Ehrlich gesagt, kein Plan, wo der ist. Ich weiß es nicht. Er ist auf einmal weg. Ja, ja, ist ja gut. Können wir uns irgendwie... Ich würde sonst versuchen, mich ein bisschen davon zu entfernen und einfach nochmal runterzuschauen in das Gebiet. Aber er scheint einfach weg zu sein. Scheiße. Okay. Ja, cool. Ich denke, der wird auch hier drin sein. So wie es aussieht. Hallo, geh runter, bitte. Dankeschön. Aber ich sehe ihn halt nicht mehr. Ne, und da können wir auch nicht hoch. Ja, ist ja gut, Aiden. Meine Fresse. Okay, gut. Hat zumindest funktioniert, da hochzukommen. Alter, ne? Müssen die Parkour-Skills auf jeden Fall leveln. Das kann's echt nicht sein. Wie wenig Ausdauer Aiden hat, wie wenig wir machen können. Einfach weil wir keine vernünftigen Skills haben. Okay, komm. Machen wir es wann anders. Ich glaube, das ist gerade irgendwie ein bisschen verbuggt. Hoch mit dir. Und rennen, Aiden. Scheiße. Muss man C drücken oder Leertaste? Ich weiß es jetzt nicht. Es hat auf jeden Fall gerade funktioniert mit dem Abrollen. Infektion fortgeschritten, ja. Ich probiere es, ich ziehe durch. Ich benutze jetzt keine Pilze. Geh doch bitte hoch. Alter. Holy shit. Können wir jetzt durchcyclen da unten? Guck mal, wir haben doch da unten. Auf H. Können wir doch irgendwelche Sachen machen. Ja, Arznei zum Beispiel. Oder halt die Zauberpilze, aber... Die sind... Als ob man hier immer in dieses komische Menü reingehen muss. Hier, eins. Ach, Moment mal. Drei, zwei. Und eins ist dann links, oder was? Okay, es geht auf jeden Fall mit den Nummern, habe ich gerade herausgefunden. Und hier das. Hä? Moment. Als vierten können wir dann den auswählen, oder was? Ja, okay, das ist... Wir können uns vier Sachen reinpacken, durch die wir durchcyclen wollen. Okay, jetzt verstehe ich das. Aber Zubehör ist eins. Verbrauchsgegenstände sind zwei. Waffen sind drei. Okay.
Na gut, das wird's mir viel leichter machen, hier durch die Nacht, beziehungsweise durch das Spiel generell zu kommen. Es wurde mir wahrscheinlich schon gesagt, nur ich hab's einfach wieder vergessen. Gut. Die Essenz des Überlebens? Wovon redest du da? Was gibt's? Willst du's rausfinden? Schließ die Augen. Ja, komm, mach mal. Was nimmst du wahr? Geräusche? Gerüche? Wir gehen erstmal auf Geräusche. Ja, ich höre Geräusche. Ja, und was noch? Irgendwas stinkt da. Genau, Gerüche. Impulse gehen von den Sinnesorganen direkt ans limbische System. Lösen eine emotionale Reaktion aus. Erinnerungen, das Wohlbefinden der Seele. Aber das riecht nach Scheiße. Was hast du erwartet? Was denkst du denn, was die Leute hier als Dünger nehmen? So genau wollte ich das gar nicht wissen. Tut mir leid. So, wer bist du? Also, wer bist du und was machst du hier? Vor dem Niedergang habe ich in einer Parfümfabrik gearbeitet. Ich schätze mich glücklich, in dem Jahrhundert professionell aktiv gewesen zu sein, in dem die Welt tatsächlich gut gerochen hat. Jetzt ist alles wieder normal. Also habe ich mich gefragt, wie kann ich das ändern? Welcher Geruch würde die Leute in dieser jämmerlichen Welt glücklich machen? Nee, also komm. Das Langziehen von Wörtern, ne? Geruch, Alter. Okay, was ist die Essenz des Überlebens? Ich hoffe sehr, du meinst nicht, die Essenz des Überlebens sei nach Scheiße zu riechen. Natürlich nicht. Okay. Ich habe da eine wirklich aufregende Idee für einen neuen Duft. Die Leute bezahlen ein Vermögen für den kleinsten Dufthauch. Ich habe ihn Turn Me On genannt. Okay. Und er ist fast fertig. Ich brauche nur noch ein wenig Schrott für die Herznote. Was? Schrott? Ja, Schrott? Was meinst du mit Schrott? Für ein Parfum? Oh ja, Metallschrott. Ja, dann ist Turn Me On ein Aphrodisiakum für Roboter. Der war gut. Du findest es bei Zeiten noch heraus, wenn du mir ein bisschen Schrott bringst und etwas Lavendel. Ja, Lavendel hört sich schon eher danach an. Teilhaben. Lavendel ist auch geil. Nur Lavendel hat manchmal... Metallschrott. Oder... Naira. Ich hoffe, das ist nicht bloß reine Zeitverschwendung. Das Metallparfüm machen. Klingt absurd. Das ist genau mein Gedanke, Alter. Genau mein Gedanke. Danke, Aiden. Okay. Lavendel hört sich schon besser an. Nur Lavendel hat halt oft so einen starken... Oder penetranten Geruch. Passt schon. Er ist halt sehr stark, der Geruch von Lavendel. Und da ist das Vieh wieder. Können wir es jetzt endlich kaputt hauen? Okay, wir haben sogar einen coolen Baseballschläger hier. Wobei ich die Klinge bevorzugt hätte. Die Klinge war echt geil, ne? Bleib hier, du Drecksau. Alter, die Klinge hat ihm so viel Damage gemacht, wohingegen der Baseballschläger fast nichts macht eigentlich. Ah, irgendwelche Drecksviecher kommen schon wieder. Nein. Konzentriere mich aber dieses Mal wirklich nur auf ihn. Weil ich will nicht, dass er einfach schon wieder verschwindet. Geh hoch, verdammt nochmal. Geh doch hoch, verdammt nochmal, Aiden. Was soll der Scheiß? Und er ist schon wieder weg. Weil Aiden nicht fucking klettern kann. Was zum Teufel? Was soll die Scheiße? Da ist er. Da ist er wieder. Und der ist wieder Full Health. Wow.
Cool. Feiert man. Was soll das denn? Was ist das hier? Ist das irgendwie... Muss man irgendwas Spezielles erstmal machen, damit man den Down bekommt? Oder braucht man einfach eine bessere Waffe dafür? Haut ab, die Drecksäcke. Warum kann ich ihn nicht... Und er ist schon wieder weg. Wahrscheinlich, weil es Tag ist. Aber davor war doch immer alles gut. Wir waren komplett in der Nacht. Jetzt beim zweiten Versuch ist es gerade nochmal Tag geworden. Okay, da dachte ich schon so, okay. Vielleicht verschwindet er, weil es Tag wird. Aber dann taucht er einfach da wieder auf. Was soll der Scheiß? Das meine ich halt mit... Die Sachen sind nicht so cool fürs Let's Play. Weil wir haben hier jetzt bestimmt... Ja, wir haben hier mindestens 10 Minuten. Einfach verschwendet an Zeit. Was halt so ein... Mindestens auch ein Drittel eines Parts ist. Nee, nicht mindestens ein Drittel. Mindestens ein Viertel auf jeden Fall. So rum. Weil 40 Minuten sollen die Parts maximal gehen. Und oft gehen die Parts auch 30 Minuten, klar. Aber es ist mindestens immer ein Viertel. 10 Minuten sind mindestens ein Viertel vom Part, weil ich möchte die Parts maximal 40 Minuten lang machen. Weil, klar, das ist halt ein Spiel, in dem man, in das man mehr Zeit investieren muss, weil man halt viel machen kann und so weiter. Es ist nicht so linear, man kann sich mehr Sachen anschauen, man kann hier rumroamen, ist halt Open World, ne? So wie man es kennt. Deswegen mache ich die Parts generell etwas länger. Aber sie dürfen halt auch nicht zu lang sein. Weil man hat halt als Mensch auch nur begrenzt Zeit. Und sich dann... Okay. Es hat geklingelt hier an der Tür. Gut. Einen Moment. Ich bin gleich wieder da. Alles klar, Leute. Sorry für die Unterbrechung. Ja. War meine Schwester, gibt anscheinend Essen. Mann, ey. Ich hätte gern mitgegessen eigentlich. Aber gut. Es ist etwas schwierig zurzeit. Nicht in der Familie zum Glück, da ist zumindest von meiner Seite aus alles in Ordnung. Nur, es ist halt oft eine schwierige Situation, weil ich halt wenig Zeit habe, beziehungsweise viel aufnehmen möchte, es dann nicht mache oder was auch immer. Und jetzt war halt mal so ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme jetzt einige Parts auf, ich bin jetzt am zweiten dran. Toll. Und da wird man dann gefragt, yo, möchtest du mitessen? Das ergibt sich nicht so oft, diese Möglichkeit, weil sie halt auch woanders lebt und ich wohne hier noch so in der Nähe von meinen Eltern, sag ich jetzt mal. Wo soll das Spielbrett denn herkommen? Hat mich dann gefragt, yo, möchtest du rankommen? Aber... Nee. Hätte ich zwar gern gemacht, aber dann hätte ich mich jetzt erstmal fertig machen müssen, hätte die Aufnahme unterbrechen müssen und so weiter, hätte dann später weiter aufnehmen müssen und hätte dann, wenn ich zur Arbeit hätte gehen müssen, hätte ich nur 2 Parts fertig gehabt. Also es ist etwas schwierig mit YouTube, weil ich das wirklich durchziehen möchte. Und da muss man einfach leider manchmal Kompromisse setzen. Hoffentlich nicht mit leeren Händen.
Ich hab den Lazarus. Beziehungsweise Prioritäten. Wow. Ich wusste, gesagt, dass sie Dinge schaffen können, die wir nicht schaffen. Wo ist das Schwein, das ihn hatte? Am Meatpacking Square. Sie haben ihn doch nicht gehen lassen, oder? Das hätte der Mörder sein können. Ein Mädchen hatte ihn, 10 Jahre alt oder so. Sie hatte ihn nicht getötet, sondern nur die Leiche geplündert. Stopp, wir machen später weiter. Lassen Sie uns allein. Was ist das für eine Tätowierung, Bro? Sieht aus wie ein Sternbild. Das sind Rangtätowierungen. Als uns die Ressourcen ausgingen, wurden die Orden durch Tätowierungen ersetzt. Man erkennt daran unsere Hierarchie. So wie im Knast? Gefängnis oder Militär, ist alles dasselbe. Es gibt immer eine Hackordnung. Ja. True. Ist einfach so. Find's zwar witzig, den Spruch von Aiden, aber im Prinzip gibt's das immer irgendwo. Es gibt immer Erziehungsberechtigte, Vorgesetzte, Teamleiter, Chefs, was auch immer. Es gibt immer eine Hierarchie. Immer und überall. Also ist das, wenn die das so machen wollen, na gut. Ist auch eine bessere Lösung, wenn man einfach nicht so viel Materialien hat für, wie er jetzt zum Beispiel sagt, Orden. Ich habe getan, was Sie wollten. Nun sind Sie dran. Bringen Sie mich ins Zentrum. Hat er nicht versprochen. Ich bin nicht befugt, den Tunnel zum Zentralring zu öffnen, Pilger. Meine Leute wollen, dass ich den Killer finde. Eben. Ada, Sie haben es mir versprochen. Nein, hat er nicht. Sie sich, Pilger. Ich halte meine Versprechen. Nehmen Sie das hier. Ein kleines Dankeschön. Er hat's nicht versprochen. Er hat gesagt, es besteht Ada, ich muss ins Zentrum. Die Möglichkeit. Sie suchen jemanden, richtig? Ich möchte auch in den Zentralring. Meine Frau und Kinder sind dort. Von hier aus kann ich sie nicht beschützen. Der Tunnel geht auf, sobald ich den Killer habe. Verstanden? Sie können mir helfen oder warten, bis ich ihn selbst gefunden habe. Eben. Ich sehe Blutspuren auf Lazarus. Lucas konnte seinen Mörder also vor seinem Tod verwunden. Das Schwein muss eine mächtige Schramme haben. Wenn Sie ihn für mich finden, helfen Sie nicht nur mir, sondern Sie helfen auch sich selbst. Okay. Gibt es Verdächtige? Der Commander wurde im Bazar ermordet. Es muss einer der Bazar-Leute gewesen sein. Haben Sie ein Problem mit dem Bazar? Das würde ich eigentlich auch gern wissen. Aber ich meine, er wurde im Bazar gefunden. Ich denke mal, das sind einfach so 2 Lager. Die Leute aus dem Bazar und halt die Peacekeeper. Und es wird immer, egal, ob man sich erstmal mag oder nicht mag, wenn man schon die Gruppierungen eingeht, dann wird es immer Konflikte geben, weil Gruppierungen deuten immer darauf hin, dass irgendwas nicht so läuft, wie es sein sollte. Beziehungsweise, dass man gewisse Meinungsverschiedenheiten hat. Im Bazar leben einfache Leute. Warum sollten sie einen Aufstand riskieren? Genau deshalb will ich die Wahrheit rausfinden, bevor der Befehl erteilt wird, Gewalt einzusetzen. Außerdem trügt der Schein ja auch oft. Sie wollen uns loswerden. Sie glauben, Anarchie wäre der Schlüssel zu einer neuen Welt. Naja, heutzutage herrscht überall Anarchie. Karl ist ein scheinheiliger Trickser, der anderen mit schmierigen Reden das Gehirn wäscht. Okay. Er behauptet, alle wären gleich, aber das ist Blödsinn. Man kann nicht Anführer und zur selben Zeit gleich wie alle anderen sein. Das stimmt. Der Typ ist mir sympathisch irgendwie. Er wirkt halt so, als ob er logische Schlüsse ziehen würde. Immer einen kühlen Kopf bewahrt. Und trotzdem auch immer irgendwie so für alle versucht, das Beste rauszuziehen. Aber trotzdem noch ein hartes Äußeres beibehält. Das finde ich cool. Ich werde versuchen, Lukas Mörder zu finden. Sehr gut. Damit gelangen Sie ins Zentrum. Gehen Sie zurück in den Bazar. Muss ich noch was wissen, bevor ich gehe? Tatsächlich ja. Aber das muss unbedingt unter uns bleiben. Niemand darf etwas davon erfahren. Klingt ernst. Derjenige, der Lukas umgebracht hat, hat eine Trophäe mitgenommen. Schnitt ihm die Tätowierung direkt aus dem Arm.
Sie haben an seiner Leiche rumgeschnitten? Widerlich. Ja, total. Wenn meine Männer herausfinden, Alter, dass Lukas so geschändet wurde, drehen sie durch. Es würde totaler Krieg ausbrechen. Ich erzähle Ihnen das, denn wenn Sie diese kleine, naja, Trophäe finden, haben Sie auch den kranken Wichser gefunden, der Lukas umgebracht hat? Verstanden. Ich mache mich sofort auf den Weg. Alter, was? Ein Schwein. Holy shit. Also es muss irgendeine Person sein, die ein richtig dickes Problem mit den Peacekeepern hat. Und außerdem sieht man rechts unten auch, dass die Zeit immer weiter fortschreitet. Hast du dir etwa Sorgen um mich gemacht, hä? Natürlich. Ich setze große Hoffnungen in dich, Aiden. Wir treffen uns draußen. Mhm. Ich habe eben schon nach einer Uhr geschaut. Vielleicht wurde die da ausgeblendet. Keine Ahnung. Aber da, rechts unten. Genau rechts unten. Da ist sie doch. Bisschen dumm von mir. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob die ausgeblendet wurde, ob sie die ganze Zeit da war. Keine Ahnung. Aber jetzt weiß ich zumindest, wo ich schauen muss, falls ich die Uhrzeit wissen will. Wenn ich sie nochmal wissen will. Was? Was sehr wahrscheinlich nochmal vorkommen wird. Gut. Wir wollten uns hier noch umschauen. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt noch kurz machen sollen. Aber es bleibt auch nicht mehr viel Zeit. Oder nur noch sehr wenig. Ist sie überhaupt... Ist sie überhaupt ein Händler? Was für ein Laden. Nee. Sieht nicht so aus, als ob... Oder? Moment, Moment, Moment. Da ein Händler. Da beim Windrad. Nee, sieht nicht so aus, als würde es hier einen Händler geben. Also brauchen wir uns, glaube ich, hier auch gar nicht umschauen. Na gut, dann wäre es das auch für diesen Part erstmal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr nicht getan habt. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.